Von den künftigen Eishockey-Profis zu unserem Profi in den Traumwelten. Ernst Maurer ist zwar derzeit ein bisschen heiser, aber er lässt es sich trotzdem nicht nehmen, uns in die Geheimnisse des richtigen Schwimmteichs einzuweihen. Diese Pools ohne Chemie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ganz ehrlich, es ist verlockend, das kühle Nass, aber zum Reinspringen ist es vielleicht doch noch nicht warm genug? Es ist zwar noch nicht die Zeit zum Baden, sonst geht es Ihnen sonst wie mir. Es ist noch kühl und ich habe meine Stimme verloren. Aber wenn Sie vorhaben, ein Schwimmbad zu bauen oder einen Schwimmteich, dann ist es die Überlegung wert, wo situiert man den und wie viel Platz habe ich dafür? Genau, um das geht es nämlich. Nicht jeder hat im Garten genügend Platz für einen Schwimmteich mit der dafür notwendigen Regenerationsfläche. Anders bei diesem Pool. Auch hier wird das Wasser ohne Chemikalien sauber gehalten. Das ist die Philosophie, dass wir sowohl beim Schwimmteich wie auch beim Biotop Swimmingpool, dass wir die Algen und Bakterien nicht mit Chlor oder anderen Giften abtöten, sondern wir entziehen ihnen die Lebensgrundlage, wir hungern sie eigentlich aus, indem wir ihnen das Phosphat entfernen. Im Teich funktioniert das durch die Wasserpflanzen, im Pool durch den Phosphatfilter. Wir haben zwei Wasserkreisläufe. Der eine ist hier über den Skimmer, der die Aufgabe hat, die Wasseroberfläche automatisch zu reinigen. Das Wasser kommt da rein, geht hier in den Pumpenschacht und dann wieder zurück ins Becken. Und der zweite Kreislauf, der Biokreislauf, da läuft das Wasser in den biologischen Filter, der unterm Steg situiert ist, wird dann von der Pumpe angesaugt und läuft dann anschließend durch den Phosphatfilter. Zusätzlich reinigt ein Roboter Boden und Wände des Pools. Im Prinzip sollte das ausreichend für ständig sauberes Wasser sein. Der biologische Filter selber funktioniert eigentlich ewig, weil die organischen Stoffe abgebaut werden. Es kann sein, dass sich an der Oberfläche so ein Filterkuchen bildet. Der muss im Abstand von mehreren Jahren abgeschält werden. Auch das Material des Phosphatfilters muss, wenn es gesättigt ist, ausgetauscht werden. 2,5 Jahre ist diese Art des Poolsystems bis jetzt in Betrieb und funktioniert zufriedenstellend. In jedem Fall ist es etwas für kleine Gärten und für Menschen, die in naturbelassenem Wasser baden wollen.